Okay, Stefans Musikworkshop, kleines Special. Auf die Idee gekommen bin ich, als ich neulich im Kino saß und Guardians of the Galaxy gesehen habe. Ich muss gestehen, mein Lieblingstyp in dem Film war der Baum. Mann, war der cool. So ein ruhiger, freundlicher Zeitgenosse, der immer, wenn es drauf ankommt, einfach mal hinlangt und dafür sorgt, dass alles wieder stimmt. Und die Dialoge mit ihm, okay, zugegeben, sind ein bisschen einsilbig oder dreisilbig genau genommen, wenn er einfach immer nur sagt, ich bin Groot. Aber er hat ja immer recht, wenn er das sagt. Ist das nicht schön? Und ich habe gedacht, wir machen einen Song, den ihr alle spielen könnt, selbst wenn ihr noch nie an einem Klavier gesessen habt. Ich zeige euch, wo ihr die Hände auf die Tasten haltet. Ihr werdet nur ganz wenig Probleme damit haben, das einzuüben. Und dann singen wir hier alle, die das mögen, singen, ich bin Groot. Bis auf die Stelle, wo dann irgendwo heißen muss, du bist Groot. Richtig? Und irgendwo hat er gesagt, wir sind Groot. War das ein schöner Moment, ja? Oh, das könnt ihr euch dann aussuchen, wann ihr du, ich oder wir singt. Aber nichts weglassen davon. Also, schauen wir auf die Finger. Ihr nehmt bitte, was ihr nachher braucht, sind nur die Daumen und die kleinen Finger. Und zwar in der Entfernung voneinander, wie so eine Hand auch gewachsen ist. Das ist ja relativ einfach. Wenn man sie einfach so hinhält, dann habt ihr schon die Haltung, die ihr auf dem Klavier braucht, und zwar mit beiden Händen. Wir legen jetzt fest, wo die linke Hand den kleinen Finger hinpackt, okay? Und wenn wir das haben, ist der Rest schon total easy. Also, ihr habt die Tastatur vom Klavier, ihr habt 3 schwarze Tasten und 2 schwarze Tasten. Das wechselt sich genauso immer ab. 3 schwarze, 2 schwarze, 3 schwarze, 2 schwarze, okay? Wenn ihr jetzt bei den 3 schwarzen bitte zwischen die rechten beiden schwarzen Tasten geht mit dem Finger da rein, da ist eine weiße. Das ist diese hier. Und da packt ihr euren linken kleinen Finger hin. Wenn ihr jetzt die ganze Hand einfach mal so locker auf den Rest der Tasten tut, weil ein Klavier so genial gebaut ist mit dem Abstand der Tasten, ist es fast für alle Handgrößen so, für eine halbwegs ausgewachsene Hand muss man dazu sagen, dass der Daumen dann hier landet. Das ist, ihr seht ihr, die 2 schwarzen, der rechts daneben. Zusammen klingt das so. Alles klar soweit? Damit ist schon fast alles gewonnen. Jetzt schaut euch mal an, wie links daneben jeweils die nächste weiße Taste ist, von dem kleinen Finger und von dem Daumen. Wenn ihr jetzt abwechselnd auf der seid, wo wir das gesucht haben, und ihr wandert jetzt mit beiden Händen runter. Einfach, ne? Klar, ganz einfach. Jetzt wieder hoch. Und jetzt wieder runter. Nicht so schwer, ne? Kann man machen, auch wenn man noch nie am Klavier gesessen hat. Man kann die anderen Finger hier so verstecken, wie ich es jetzt mache. Ist aber unbequem auf die Dauer. Schöner ist, wenn man die dann einfach hier so lässt. Und dann macht man so. So fangt ihr an. Einfach so, dass hier abwechselnd immer einen und den anderen. Schön ist, wenn es dabei so ein bisschen sowas wie ein Tempo gibt, dass ihr merkt, es hat denselben Pulsschlag, ne? Tum, 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 tum. Und wenn ihr dann anfangt, das einigermaßen sicher durchzufühlen, macht ihr einfach. Jetzt nehmt ihr die rechte Hand. Da, wo die linke Hand ihre Töne spielt gerade, passiert mit der rechten genau dasselbe. Nur eben, weil die Hand andersrum gewachsen ist. Ja? Daumen rechts, Daumen links. Machen wir alles mit einem anderen Finger jeweils. Das, was hier der kleine Finger macht, machen wir hier mit dem Daumen. Was hier der Daumen macht, machen wir hier mit dem kleinen. Und wenn ihr das jetzt erstmal so macht, das ist so ein bisschen Training wieder. Jawohl. Jetzt spielt ihr jeden zweimal mit beiden Händen. Das macht ihr auch ein paar Mal, bis ihr es drauf habt. Ihr werdet merken, wie einfach das ist. Gar nicht dran denken, ihr müsst jetzt Klavier lernen oder sowas, gar nicht nötig. Hier sind einfach Tasten, so kann man draufdrücken, kommt Musik raus. Ist total schön und einfach. Jetzt spielt ihr mit der linken Hand nur einmal, mit der rechten zweimal. Boah, geht so. Und eigentlich ist der Song jetzt schon fertig. Damit es noch ein bisschen cooler wird, macht ihr links das, wo ich das als erstes gezeigt habe, welchen Rhythmus man da spielen kann. Ist ein bisschen kompliziert. Kann man üben. Dauert 3 Minuten, dann geht's. Und damit haben wir unseren Song. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Und wenn ihr wollt, hört ihr einfach auf. Du bist Groot. Ja, wer noch? Wir sind Groot. Ich bin Groot. Wer bist du? Na, wer schon? Ich bin Groot. Ich bin Groot.
Fertig. Ha? Wir haben einen Hit gebaut. Ich bin Groot. Was am Ende heißt, jeder, der singt, ist Groot. Und um ganz ehrlich zu sein, der Typ im Film, ich finde, der hat es absolut verdient, dass wir uns alle eine Scheibe von ihm abschneiden, so wie der ist. Also, ihr habt es gesehen, Video auf Anfang, gleich hinsetzen. Sucht euch was, was Tasten hat und viel Spaß damit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.